Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jewa Shisha. Wir haben uns gedacht, wenn es schon mal in Duisburg schneit, sollte man auch schnell mal ein Video draußen machen. Passend zum Thema, der neue Alagami, 200 Gramm kosten 16,95 Euro. Wir haben uns den Ice Four Seasons ausgesucht. Abgebildet ist eine Grapefruit, eine Orange, eine Zitrone und eine Limette. Geraucht wird in unserer normalen Pfeife, ihr wisst, wo drin, wiederholen wir nicht nochmal. Wie riecht er denn? Das ist alles ein bisschen rutschig heute, weil es auch nass ist. Es regnet ein bisschen dabei, aber es hält uns nicht ab. Oh, es riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Nach welcher Zitrusfrucht kann ich gar nicht genau sagen. Zitrone, Limette kann ich riechen. Aber hier sind auf jeden Fall mehr abgebildet. Orange ist noch drauf. Auf jeden Fall ein super frischer Tabak. Ein Mix aus Zitrusfrüchten, keine Stiche da heraus, würde ich sagen. Kommen wir mal zur Rauchentwicklung, wenn man das überhaupt hier sehen kann. Super guter Rauch. Mehr als das. Also Alajami Gold qualmt wie Hulle. Absolut sensationell. Schmeckt auch halt nach vielen verschiedenen Zitrusfrüchten. Ihr wisst, ich mag keine Zitrustabaksorten, aber ich muss sagen, der ist ganz angenehm, weil nicht nur die Zitrone oder irgendeine bestimmte Zitrussorte hinaussticht. Ich finde ihn ganz angenehm zu rauchen. Er kühlt schön, ne? Im Winter muss man ja was Kühles rauchen, ne? Und, ach, bis auf Frieren. Ich finde ihn ganz okay, also ich finde ihn wirklich gut. Ich bin absoluter Zitrus-Fan. Der schmeckt mir richtig, richtig gut. Mal was ganz anderes. Ich finde, der schmeckt einfach Bombe. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, Leute. Legt euch den zu. Er wird euch schmecken. Von mir gibt es auch eine Kaufempfehlung, auch als Nicht-Zitrus-Fan. Ich würde sagen, weil es jetzt immer mehr anfängt zu regnen und unser kleiner Freundchen neben mir auch mal rauchen möchte und noch keine 18 ist, werden wir jetzt abschalten, uns das Köpfchen schmecken lassen. Ob draußen oder drin, ich denke eher, dass wir reingehen werden. Ja? Quatsch! What? Ach so, okay, ich muss mich korrigieren. Ja, wir werden natürlich draußen bleiben. Ja, natürlich. Lassen uns das Köpfchen schmecken, ne? Lasst einen Daumen da. Negative, positive Kritik ist immer herzlich willkommen. Aber bitte nicht so Aussagen. Aussagen helfen uns nicht unbedingt weiter. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ne? Schönes Restwochenende noch. Genau. Wir freuen uns, euch wiederzusehen. Wir sagen Tschüss.